Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Unturned Kaula Island Projekt. Ja, wir sind wieder da, diesmal tatsächlich mit deutlich mehr Leuten, und zwar insgesamt 5. Langsam werden es doch wieder ein paar Leute. Ist doch super. Jan ist diesmal nicht dabei. Halt still! Wie gesagt, zu fünft unterwegs. Sind jetzt insgesamt 2 Leute noch vom neuen TeamSpeak-Server da. Die Server-IP und so weiter werde ich nicht jetzt einfach mal so rausgeben, damit dann irgendwie alle Leute dazukommen, die aus irgendeinem Grund einfach Bock haben mitzumachen. Ah, 100 Schuss Magazin, gar nicht mal so schlecht. So, unser Ziel ist es jetzt, uns hier noch ein bisschen mehr auszurüsten. Essen und Trinken haben wir ja noch. Militärmagazine auffüllen. Und mein vorrangiges Ziel ist jetzt erstmal auch, wenn möglich, einen Treibstoffkanister zu finden. Er hat auch keine Kopfpanzerung. Wieso überlebt er das? Und vor allem hier ins Arztzelt zu gucken. In der Hoffnung, dass wir dort ein paar Arzneien finden. Die halten immer irgendwie nur einen Schuss aus. Den kann man aber durch ihre Haltung auch perfekt ins Gesicht schießen. Das hat weh, ihr Pisser. So, dann hauen wir uns erstmal ein paar Vitamine rein. So, dann nehmen wir aber auch noch hier die Kleidungsstücke mit. Morphin können wir immer gebrauchen. Hustensirup werden wir nicht brauchen. Weil ganz ehrlich, wir werden dadurch, dass wir komplett angezogen sind, vermutlich uns erstmal keine Erkältung holen. Missing Space. Wodurch denn bitte? Dann müssen wir halt ein bisschen aufräumen. Herrje. Wie schlimm. Reicht das jetzt? Nee. Okay, dann haben wir einfach keinen Platz. Egal. Hier sind noch Bandagen. Craften wir noch ein bisschen was zusammen. Haben aber keine Sachen da. Hey! Ein Nachtsichtvisier. Damit können wir ein kleines bisschen handeln. Ist mir gerade die Idee dazu gekommen, wir könnten ja im Grunde auch einen kleinen Handel einführen. Hey! Verpiss dich! Meine Güte, er hat jetzt echt viel Schaden gemacht. Ich sollte mir dann lieber angewöhnen, wieder mit der Schusswaffe durch die Gegend zu eiern. Na egal. Was haben wir hier? Red Cobra Sight. Ah ne, das brauchen wir ja gar nicht. Dann schmeißen wir es wieder weg. So, können wir irgendwas skillen? 66. Hier Outdoors. Nee, Protect from a cold. Sicher ist sicher. Hauen wir da erstmal die gesamten Punkte rein, die wir haben. Und ich hab's ja gerade noch gesagt. Schießen wir lieber. Nichts da. Aber hier was zu trinken können wir immer gebrauchen. Wow, der lebt noch. Das Vieh hat einfach 3 Schuss ausgehalten. Ist das hier oben? Military Barrel brauchen wir nicht. Das ist laut. Das ist ein Suppressor. Können wir auch nicht gebrauchen. Red Cross Scope. Entschuldigung, ich habe gerade gegessen, deshalb habe ich gerade noch ein bisschen Luft im Magen. So, jetzt brauchen wir aber ein Fahrzeug.
Es wäre schön, wenn wir uns möglichst schnell finden würden. Ach ja, stimmt, Moment. Nee, schade. Weil eigentlich in der Fail-Aufnahme, das letzte Mal, hatten wir eigentlich einen Alice-Pack gefunden. Die ist bloß, wie ihr gerade gesehen habt, nicht mehr da. Ja, leider. Weil das alles nicht so ganz geklappt hat, wie wir es gerne gehabt hätten, weil der Server ja die ganze Zeit abgeschmiert ist. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir hier hinten jetzt einen Alice-Pack finden und nicht gerade auf einen Mega-Zombie treffen. Okay, kein Mega-Zombie in Sicht. Dann gucken wir mal schnell. Oh, Kacke! Schon wieder Vollmond! Das hatten wir doch erst letztens. Alter. Hier ist nur ein Helm. Hier ist nur eine Weste und Stacheldraht. Kapam, du Drecksvieh. Hier ist nichts, was wir gebrauchen könnten. Das? Ein Frontgriff. Schade. Keine Alice-Packs. Sehr, sehr schade. Jetzt müssen wir aber erstmal durch die Nacht kommen. Und das bei Vollmond. Yay. Das finde ich total begeisternd. Wuhu. Weshalb wir uns jetzt erstmal dort hinten im Militärlager ein Humvee schnappen werden. Treibstoff noch. Hoffe ich zumindest. Wie viel? 18 und 12. Na dann los. Raus aus dem Militärlager. Oh ja, super. Scheiß Turbine. Weg hier, weg hier, weg hier. Mit Vollspeed raus hier. Und wir sind weg, ihr Pisser. Wow. Auf in die Freiheit. Und da vorne sind noch mehr rote Augen. Das ist natürlich total super. Pam, 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 pam. Falsche Idee, sich jetzt während der Vollmondnacht in die Städte zu wagen, aber ganz ehrlich, wir sind so gut ausgerüstet, da muss man sich eigentlich keine großartigen Sorgen machen. Die einzigen Sorgen, die wir haben müssen, sind andere Spieler. Aber ganz ehrlich, das sind jetzt alles nur Neulinge dabei, die das Spiel jetzt noch gar nicht gespielt haben. Oh, Mordbrock spielt jetzt Unturned. Ist ja nicht so, als würde er den Server betreiben und hier die ganze Zeit auf dem Server sein. Leute, 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 Leute. So, halten wir mal kurz an. Wir müssen ja schließlich eine Stadt finden.
Maple Valley dürfte eigentlich nicht so das Wahre sein. Aber wir kommen da auf jeden Fall vorbei. Auf dem Weg zu einer richtigen Stadt. Am besten fahre ich jetzt hier so querfeldein. Weil wir müssen immer noch einen Treibstoffkanister finden. Und hier auf dem Bauernhof werden wir sowas nicht finden. Oh, da haben die Zombies mich aber schnell bemerkt. Machen wir lieber so. Oh Gott, ist das grün! Ich fürchte, wir müssen unseren Wagen jetzt eh erstmal hier irgendwo abstellen. Jetzt natürlich noch nicht, aber es sind nur noch 4% Treibstoff da. Damit werden wir nicht weit kommen. Gott. Das sind einfach ziemlich viele. Die Zombies an sich sind nicht das Problem. Die Mehrzahl ist das Problem. Die schiere Menge an Zombies. Lass mir hier alles an Nahrung einsacken, was wir kriegen können. Hallo. Der Chat geht mit alt. Der Voice-Chat. Ja, weiß ich. Gut, warum sagst du dann nichts? Sorry, ich hatte gerade kurz gedrückt gehabt, aber es ging nicht so wirklich. Okay, pass auf, dass hier jetzt gerade Vollmond, Nacht-Zombies sind besonders aktiv. Ich hab's schon gemerkt, ich glaube, ich bin schon dreimal gestorben in diesem Spiel. Warte. Warte, ich hab dann hier was für dich. Hier, hinter dir, auf dem Boden. Nicht der Golfschläger. Ah. Oh. Das Nachtsichtvisier. Hier, direkt vor meiner Nase. Das kannst du mit N aktivieren und deaktivieren. Damit kannst du in der Nacht sehen. Das ist cool. Danke. Ansonsten hätte jetzt hier oben im ersten Stock eine Taschenlampe auf dem Tisch gelegen. Ach so, ja gut. Tja, da haben wir schon den ersten Neuling entdeckt. Da haben wir schon gehört, dass er ziemlich oft gestorben ist. Naja, ist halt so, wenn man neu in diesem Spiel ist, stirbt man leider ziemlich oft am Anfang. Damit muss er dann nicht eben klarkommen. Das ganze Dosenfutter packen. Oh mein Gott! Aber noch geht's uns ja gut. Unser Ziel ist aber nach wie vor, einen Treibstoffkanister zu finden. Und das hatten wir bis jetzt eben nicht. Es geht noch bald die Munition aus. Alles okay noch bei dir? Ich nibbel ab. Bitte? Anscheinend ist er verreckt. Jop, er ist verreckt.
Ja, ist ja gut, Uhr. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.